willkommen zur Top 5 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, eine der beliebtesten Sendungen hier bei uns, bei Pearl TV, liebe Zuschauer, die Top 5 Show. Und heute zum Thema Notebook, PC und Hardware. Das sind natürlich tolle Produkte, die dabei sind, die Sie auch mit Ihren Bestellungen gewählt haben, beziehungsweise die anderen Zuschauer. Also kann es für Sie sehr, sehr spannend sein, wenn Sie aus dem Bereich was brauchen, dann direkt zugreifen. Denn auch heute haben wir für Sie die tollen TV-Sonderpreise. Die sind jetzt und bis zu 2 Stunden für Sie gültig. Also lassen Sie sich überraschen. Hier kommt direkt Platz Nummer 5. Und auf Platz Nummer 5 hat es eine Software geschafft. Ja. Die ist momentan heiß begehrt und sehr beliebt. Unser Coral Paint Shop. Danke dir, Diana, vielen Dank. Der es hier auf Platz Nummer 5 geschafft hat. Ja, das ist natürlich jetzt ganz klar, auch so nach der Urlaubszeit. Ich möchte wetten, du hast natürlich auch jetzt im letzten Urlaub mal ganz ordentlich drauf gedrückt. Im digitalen Bereich macht man das ja. Früher hatte man die 36 Bilder oder die 24 Bilder dann zur Verfügung. Da war also relativ schnell Feierabend. Und ob die Bilder was geworden sind oder nicht, das wusste man dann, wenn 2 Wochen später dann im Drogeriemarkt die Bilder dann entwickelt gelegen haben. Heutzutage hat man in jedem Handy vernünftige Fotoapparate drin, also mit einer ordentlichen Auflösung. Manch einer nutzt die digitalen Gerätschaften und dergleichen. Also summa summarum werden Sie wahrscheinlich in Ihrem Urlaub ganz ordentlich draufgehalten haben. Was nichts geworden ist, was ein bisschen verwackelt ist oder was vielleicht vom Motiv her ganz einfach nicht gefällt, nicht hier vom Blick ist, ja, das sortiert man dann ganz einfach dann später aus. Aber diese Bilder, liebe Zuschauer, die möchten Sie vielleicht ein Stück weit bearbeiten. Die möchten Sie vielleicht auch gerne einbinden, auch vielleicht gerne eine Grußkarte draus machen oder eine Karte als Dankeschön verschicken, vielleicht auch mal für die Herrschaften, die sich um die Blumen gekümmert haben, die auf die Haustiere aufgepasst haben, all so etwas. Jetzt gibt es natürlich diese Windows-Standardprogramme, vorausgesetzt, Sie nutzen einen Windows-Rechner. Das Ganze gibt es aber auch noch mal wesentlich umfangreicher, trotzdem leicht zu bedienen von Coral. Und wir haben hier den Coral Paint Shop Pro X9. Und da haben Sie insgesamt 3 hochfantastische und absolut professionelle Anwendungen für die Fotobearbeitung. Da ist zum Beispiel Coral Aftershot mit dabei. Das heißt, du kannst hier Bilder unter anderem auch im RAW-Format, werden viel auch von den Spiegelreflexkameras fotografiert. Große Datenmengen natürlich, wo man mitunter wirklich von Pixel zu Pixel da seine Bildkorrekturen vornehmen kann. Professionelle Fotografen machen das zum Beispiel auch hier bei uns im Hause aus der Katalogredaktion, damit wir nochmal so ein Maximum aus dem Bild rausholen. Dann haben wir natürlich auch den Livestream Capture mit dabei. Da kannst du Videos direkt vom Screen aufzeichnen. Hier mal ein paar Beispiele. Noch mal so ein bisschen durchgeklickt, was da so alles mit zu machen ist. Dann haben wir natürlich auch noch die Grußkarten, die ich angesprochen habe, Screenshot-Funktionen, wenn du im Internet was Interessantes siehst, was du ganz gerne abfotografieren möchtest, das ist überhaupt kein Thema. Wesentlich bessere und schnellere Textverarbeitung, falls du Texte in deine Bilder mit einfügen möchtest und. Wir könnten uns abendfüllend drüber unterhalten. Aber es ist ein Softwarepaket, das liegt normalerweise in der UVP des Herstellers bei knapp 90 Euro. Wir haben es heute für 28,41 und professioneller kann ich mir kaum ein Fotobearbeitungsprogramm vorstellen. Die Komplettlösung für super, Bildbearbeitung, ne? Und Grafikdesign. Nicht für 90 Euro, nein, Sie bestellen jetzt für 28,41 Euro. Geht leider schon aus, liebe Zuschauer. Ist gerade ganz stark nachgefragt hier bei uns. Unser Platz Nummer 5 in der Top 5. Deshalb gleich in die Leitung gehen, wenn Sie sagen, oh ja, nach sowas habe ich gesucht und jetzt für 28,41 Euro, da greife ich zu. Dann bitte schnell sein, nicht, dass Ihnen die anderen Kunden hier das vor der Nase wegbestellen für diesen Spitzenpreis. Ja. SA 5290 und die 569, die Bestellnummer. Deshalb da gleich bitte in die Leitung gehen, sonst ist diese tolle Software zum Spitzenpreis ausverkauft. Hier geht es weiter in der Top 5 mit Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 haben wir einen Rechner aus dem Hause Lenovo, den wir hier präsentieren dürfen. So, unser Lenovo ThinkCenter. Momentan auch ein Top-Gerät hier, weil wir auch hier einfach einen Spitzenpreis gemacht haben. Wir sprechen hier von unseren geprüften Leasing-Rückläufern, die wir anbieten dürfen. Die sind natürlich sehr, sehr attraktiv dann preislich, liebe Zuschauer. Sie sind schon eingeblendet, 222,50 Euro. Und da holt man sich natürlich gern mal
so ein leistungsstarkes Gerät nach Hause. Vor allem, wenn man sich hier die Leistungsdaten anschaut, sagt man dann natürlich, für 222,50 Euro greife ich zu. Und ich glaube, du warst es, die vor einigen Wochen mal gesagt hat, Mensch, das ist doch perfekt. Ich glaube, du hast es sogar zu Hause gemacht, mal einen zentralen Arbeitsplatz zu haben. Mhm. Arbeitsplatz, der ist natürlich relativ. Der eine versteht unter Arbeiten, Surfen im Internet und mal ein bisschen kurz nach dem Wetter schauen oder mal ein schönes Urlaubsangebot finden. Wieder ein anderer macht vielleicht auch schon mal als Vorbereitung für den Job für den nächsten Tag mal die ein oder andere Aufgabe schon mal zu Hause am Rechner fertig. Denn das Schöne ist ja, gerade bei den Rechnern mit Windows-Betriebssystem sind die mehr oder weniger alle untereinander so ausgestattet, dass man die hervorragend also auch zu Hause bearbeiten kann und am nächsten Tag dann die Aufgaben dann auch mit einem Stick oder was ins Büro nehmen kann oder andersrum. Aber summa summarum muss man sagen, wenn man natürlich einen schönen zentralen Arbeitsplatz haben möchte, egal ob für Fotos oder natürlich auch mal für die Kinder, für die Referate und dergleichen, sollte man ein bisschen auf Qualität achten. Und die haben wir hier zum Spitzenpreis. Reden wir gleich noch drüber. Jetzt haben wir hier nochmal die Daten für das ThinkCenter von Lenovo, für den M58. Und das ist wirklich schon fantastisch. Top aktueller Prozessor drin. Der hat eine richtig fette Grafikkarte drin. Gerade für Bildbearbeitung, Videobearbeitung ist der spektakulär. 1 Terabyte Festplatte, also das sind 1000 Gigabyte, da wirst du wahrscheinlich ein halbes Jahr mit einer Spiegelreflexkamera ohne Ende knipsen können und wirst noch nicht mal da an deine Kapazitätsgrenzen kommen. DVD-Brenner, alle Anschlüsse, die man haben möchte, also wirklich ein fantastisch ausgestattetes Gerät, liegt allerdings auch beim Neupreis von knapp 1300 Euro. Ja, aber Sie bezahlen ja hier nicht den Neupreis, sondern Sie bekommen dieses Gerät selbstverständlich mit 24 Monaten Gewährleistung als geprüften Leasingrückläufer. 222,50 Euro hier so. Ihr TV-Sonderpreis. Versandkostenfrei kommt das Gerät zu Ihnen nach Hause. Zugreifen heißt es da, die RF 22 73569. Geprüfte Leasingrückläufer, liebe Zuschauer. Damit haben wir uns jetzt hier bei Pearl TV seit über 5 Jahren einen richtigen Namen gemacht. Unser Stammhaus noch sehr viel länger, denn das sind gebrauchte Geräte. Ja, das muss man ganz klar so sagen, die ungefähr 2 Jahre Laufzeit hinter sich haben. Schon gezeigt haben, dass sie hervorragend funktionieren. Und bitte bei einem Lenovo, bei einem Hewlett-Packard, bei einem Fujitsu machst du nach 2 Jahren also immer noch nichts kaputt. Zumal wir jetzt hier von einem Desktop-Rechner sprechen. Mhm. Der wird hingestellt, angeschlossen, alle 2-3 Tage mal angemacht oder was. Da wird mit gearbeitet, die Teile sind ausgereift und fundiert, auch von der Materialqualität her. Und nach 2 Jahren wird er wieder eingepackt und dann geht der auch einfach wieder zurück vom Arbeitnehmer. Da kommt neues Material hin und die alten Geräte werden rausgegeben. Das schlägt unsere Stunde. Wir greifen zu, geben die aber nicht direkt wieder in den Wiederverkauf, sondern lassen erstmal von einem Drittanbieter drüber schauen. Das ist einer der größten Wiederaufbereiter Europas. Und der nimmt sich jedes einzelne Teil vor, also jeden Rechner, jeden Desktop-Rechner, auch diesen hier, haben die ganz klar mit ungefähr 300 Prüfschritten genauestens unter die Lupe genommen. Und erst wenn die Kollegen vom Refurbisher, vom Wiederaufbereiter sagen, es ist alles in Ordnung, alle Funktionsprüfungen zur Zufriedenheit der Spezialisten abgeschlossen, dann dürfen wir den erst weiterverkaufen. Qualitätseinstufung A bzw. A+. Erste Wahl und dann natürlich die gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monate Gewährleistung, ganz so, wie es der Gesetzgeber haben möchte, da halten wir uns dran. Und offensichtlich scheinen wir was richtig gemacht zu haben, denn wir haben mittlerweile auch bei Pearl TV hier und unabhängig von unserem Stammhaus Pearl eine Rücklaufquote bei den geprüften Leasingrückläufern im unteren einstelligen Prozentbereich. Und wenn sich die Geräte mal anschauen, wir haben hunderte davon schon vor uns gehabt, dann weiß man warum. Das ist eine Top-Technik, die ist ausgereift, die ist schnell. In der Regel hat jeder Rechner nochmal eine kleine Besonderheit. Hier beispielsweise ein richtig großer Speicher mit 1 Terabyte. Und da kommt man mit. Egal ob für die Erwachsenen, die ein bisschen anspruchsvoller sind und eben schon mal diese großen Bildbearbeitungen machen. Ein Teenager, der mal ein bisschen zocken möchte oder mal ein Referat vorbereiten muss. Das sind alles so diese Einsatzbereiche, wo du ganz einfach mal einen zuverlässigen und vor allen Dingen auch leistungsstarken Rechner gebrauchen kannst. Denn mit dem hier hast du nicht nur heute Freude, da wirst du noch viele, viele Jahre sehr viel Spaß damit haben. Also die Lenovos, das wissen wir selber, sind schon sehr ausgereift. Die machen eine gute Technik. Sehr robuste Geräte. Ja? Und jetzt hier halt nicht für über 1000 Euro, sondern als geprüfter Leasingrückläufer für 222,50 Euro. Das ist halt toll, wenn man den jetzt zum Spitzenpreis hier bekommen kann mit dieser riesen Festplatte. Carsten hat es gerade noch mal erwähnt. Ja. 1 Terabyte, da kann man natürlich alles speichern, auch der Arbeitsspeicher 6 Gigabyte und. Also alles, was das Herz begehrt. Die RF 22 73 569, liebe Zuschauer, gleich in die Leitung gehen. Hier sehen Sie noch mal die Leistungsdaten im Überblick als Grafikkarte. Hier noch mal als Highlight diese tolle ATI Radeon für Sie
verbaut, zugreifen. Da sind die Kollegen jetzt im Callcenter nochmal für Sie da, für Ihre Bestellung. In unserer Top 5 Notebooks, PC und Hardware. Top-Produkte heute. Das war unser Platz Nummer 4 mit der Bestellnummer RF2273 und der 569. Ja. Da sind wir schon richtig gespannt, wie es jetzt noch weitergehen kann. Wir gehen gemeinsam hoch in die Top 3. Hier kommt für Sie Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 3 haben wir ein Lenovo ThinkPad. Ein Notebook hat es da auf Platz Nummer 3 geschafft. Danke, Lydia. Vielen Dank. Oh, der ist leichter zu tragen als der Desktop-Rechner gerade. Ne? Ja. Da merkt man natürlich aber den Unterschied von einem Desktop-Rechner zu einem Laptop. Und dann merkt man natürlich auch ganz schnell, wenn man Diana mal beobachtet hat, mit so einem Teil da unterm Arm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt sehr viel mobil Start zu machen. Mit so einem Laptop sieht die Welt schon ganz anders aus, liebe Zuschauer. Bitte, so ein Laptop ist natürlich für den mobilen Einsatz gedacht, klar. Also das nicht nur unbedingt jetzt, weiß ich nicht, mit dem Auto irgendwie zu einem Kunden oder irgendwo hinfahren. So ein Laptop nimmst du dir ganz einfach auch mal auf den Schoß, wenn du mal abends im Bett noch mal eben schnell gucken möchtest, wie das Wetter morgen wird. Oder ob du mal kurz mal in die neuen Nachrichten schauen möchtest oder mal eben kurz eine Online-Überweisung machst. Das hast du also immer mit dabei. Und umso wichtiger finde ich, und das hat Lenovo aufgegriffen vom Thema her, ähnlich wie Hewlett-Packard und wie die anderen Großen natürlich im Laufe der Jahre auch, dass so ein Laptop einfach etwas robuster ist, etwas widerstandsfähiger, gerade auch von der Außenhülle gestaltet wurde, aber trotzdem Leistungsdaten mitbringt, die ein Desktop-Rechner normalerweise auch zur Verfügung hat. Denn das sind richtige Business-Geräte, die wir hier haben. Du hast auch den Lenovo, oder? Ein ThinkPad aus einer älteren Generation. Genau. Wie lange hast du den schon jetzt? Über 10 Jahre. Ja. Und er läuft noch zuverlässig. Ja. Perfekt. Also anmachen, zack, läuft wie ein Uhrwerk. Ne? Ich bin da auch richtig begeistert von diesen Lenovo-Geräten, muss ich sagen. Die sind einfach meiner Meinung nach phänomenal. Also gerade auch, wenn man ein bisschen die als Arbeitsgeräte auch verwendet, ein bisschen robuster damit umgeht, finde ich die genial. Hier haben wir ein ganz, ganz tolles Gerät für Sie, liebe Zuschauer. Auch als geprüfter Leasing-Rückläufer wieder. Sie sehen zum Spitzenpreis, muss man sagen. 399,90 € hier. Dieses Gerät hat einen Neupreis von 1.600 €, glaube ich, circa. Also das ist wirklich der Wahnsinn, dass wir das jetzt hier so preisgünstig für 399,90 € als geprüften Leasing-Rückläufer anbieten dürfen. Ja? Und deshalb gleich in die Leitung gehen, wenn Sie sagen, Sie suchen da nach einem tollen Notebook, das auch noch fantastisch ausgestattet ist, weil die Leistungsdaten von diesem Gerät, die sind ja phänomenal, Carsten. Also hier ist ja wirklich alles drin und dran, was wir brauchen. Wir schauen mal gemeinsam drauf. Wir haben hier diesen tollen Intel Core i5-Prozessor, zweimal 2,5 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, doppelt so viel als wie Betriebssystem Windows 10 Professional vorinstalliert, dann eine 200 GB SSD-Festplatte, vielleicht kannst du dazu gleich noch mal ein paar Worte sagen, wir schauen noch mal weiter, Intel HD Graphics als Grafikkarte, dann hier das Laufwerk, Cardreader, als Kommunikation LAN, WLAN, UMTS und Bluetooth und im Lieferumfang ist auch noch die Docking Station mit dabei. Ja, ganz genau, liebe Zuhörer. Das ist eine Komplettausstattung und wenn Sie jetzt nur böhmische Dörfer verstanden haben, haben wir da absolut Verständnis für. Fangen wir vorne an. Die Firma Intel baut seit vielen, vielen Jahren quasi die Motoren für wirklich herausragend gute Laptops und auch für die ganzen Desktop-Rechner. Und das sind die ganzen großen Anbieter, das ist Hewlett-Packard, das ist Lenovo, das ist Dell, das ist Fujitsu, das sind Acer, um jetzt nur mal fünf ihrer Art zu nennen. Die IT-Branche ist hart umkämpft, natürlich immer ganz vorne mit dabei, wenn es gerade um die Zuverlässigkeit geht. Und Intel hat mit dem Intel Core i3, i5 und i7 also wirklich eine fantastische Serie rausgebracht, die auch noch viele, viele Jahre Bestand haben wird. Mhm. Also da sind wir momentan an der Leistungsgrenze angekommen. Im Arbeitsspeicherbereich, bei den angesprochenen 8 GB geht vielleicht noch ein bisschen was. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns hier in einem Bereich bewegen, der doppelt so stark ausgestattet ist wie momentan marktüblich. Die 240 GB auf der SSD-Festplatte, da hast du mich drauf angesprochen, gehe ich gerne drauf ein. Wir haben viele, viele Jahre die sogenannte Hard-Disk-Drive-Festplatte genutzt. Das ist ähnlich wie ein CD-Laufwerk auch. Das heißt, von einer Platte wird mit einem Lesearm ganz einfach das Datenpaket abgerufen. Mhm. Ja, das sind natürlich viele mechanische Teile, viele bewegliche Teile. Dementsprechend anfällig sind diese etwas älteren Festplatten. Jetzt hat man vor einigen Jahren die SSD entwickelt. Das nennt man
man Solid State Drive, da versteht das SSD. Und die Solid State Drive Festplatten sind ähnlich konzipiert wie eine SD-Speicherkarte, die man aus dem Navi oder aus dem digitalen Fotoapparat kennt. Es gibt keine beweglichen Teile mehr, da wird also mit Chips gearbeitet. Die sind deutlich schmaler. Ich bringe mir beim nächsten Mal nochmal eine mit, dann können wir uns die nochmal live und in Farbe anschauen. Deutlich kleiner vor allen Dingen und deutlich schneller in ihren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Mhm. Das ist natürlich super, wenn du jetzt hier mal so ein Gerät hast, was heutzutage natürlich auch dann doch nochmal etwas schlanker gestaltet worden ist, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Das könntest du nicht machen, wenn du hier eine etwas ältere Festplattentechnologie drin hast. Hier also modernstes Material. Höher, weiter, schneller, muss man ganz klar sagen. Der nimmt also auch Aufgaben gerne an, die normalerweise nur ein Desktop-Rechner bewältigen kann. Plus Garage natürlich mit allen Anschlüssen. Das heißt, du musst nicht dauernd die Kabel rausziehen. Wenn du das Gerät mal mitnimmst, kommst du wieder und möchtest auch einen Drucker und so weiter wieder anschließen, packst du dir einfach wieder an die Dockingstation. Fantastisches Gerät und das unglaublich robust und widerstandsfähig. Das ist eine Legende unter den Außendienstlern hier. Ja, vor allem hier mit LAN, WLAN, ja, UMTS-fähig, auch noch Bluetooth-fähig. Also alles, das Rundum-Sorglos-Paket für fantastische 399,90 Euro, liebe Zuschauer. Ein Wahnsinnsplatz Nummer 3, die Bestellnummer, die RF 1287569. Wir machen das hier möglich mit unseren geprüften Leasing-Rückläufern. 24 Monate Gewährleistung, also komplette Sicherheit. Das ist ja auch einem immer noch ganz wichtig, wenn man so Technik kauft, dass man wirklich Sicherheit hat. Und die haben sie hier selbstverständlich. Ja, bei uns wird Ihnen auch versandkostenfrei nach Hause zugeschickt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, bei den Kollegen im Callcenter zu bestellen. Dann ist das Gerät innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen. Für uns geht es hier weiter in der Top 5 mit Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 2 hat es eine Festplatte geschafft, eine externe. Kann man den Philipp da vorne hinter der 3 festhalten, bitte? Nicht, dass der uns hier gleich anspringt. Speicher braucht man immer. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die besser ist als Speicher. Noch mehr Speicher. Ja? Denn Sie wissen, Sie kennen das Problem wahrscheinlich auch vom Handy. Natürlich sucht man sich, gerade wenn man ein amerikanisches Modell wählt, dann erstmal die kleineren Speicherkapazitäten raus, ja, weil man da natürlich auch mal einen geringeren Preis zahlt. Und dann stellt man 3-4 Wochen später fest, Mensch, die Dinger haben so tolle Kameras und da kann man so viel Musik drauf speichern. Dann macht ja so einen Spaß und hier noch ein Programm und da noch ein Programm, kommst du schnell mal an deine Grenzen. Bei so einem Rechner sieht das nicht anders aus. Jetzt gibt es nur den Vorteil, dass man einen Speicherplatz bei einem Laptop oder auch bei einem Desktop-Rechner nicht unbedingt nur ins Gehäuse integrieren muss. Du kannst natürlich auch einen Speicher extern, also außerhalb des Gehäuses, unterbringen. Der wird ganz einfach nur per USB-Anschluss und das Kabel ist dabei, mit dem Rechner verbunden. Du hast also hier den Zugriff auf eine separate Festplatte, kannst diese Festplatte aber natürlich auch vom Gerät selber wegnehmen, zur Datensicherung, Backup und so weiter oder bei den Unterlagen, die du vielleicht nicht unbedingt jeden Tag brauchst. Jetzt gibt es auch von diesen externen Festplatten, und das ist so eine, natürlich hier eingefasst, das hier ist ein stabiles Kunststoffgehäuse, liebe Zuschauer, unterschiedlichste Größen. Und der Grund, warum ich gerade gesagt habe, halt mal den Philipp an der Kamera 3 fest, mittlerweile an der Kamera 1 angekommen hier, ist die Größe des Speichers. 4 Terabyte, ich habe die ausgelacht, liebe Leine, als du mir sagtest, der größte Speicher, den wir haben im Moment, er sitzt hinter dem Meter hinter ihrem Fernseher sozusagen. Ja? Nee, die bleibt hier, reden wir später drüber. Ja? Aber ich habe mit ihm gesprochen und ich wusste gar nicht, dass wir 4 Terabyte tatsächlich im Programm haben. Ja, normalerweise hast du mal so 500 Gigabyte, 1 Terabyte, 2 Terabyte, ist auch schon mal super. Aber 4 ist natürlich jetzt eine Datenmenge vom Feinsten. Schön schlank gemacht, ausgesprochen robust das Ganze. Ist eine Intenso, die wir hier haben mit 4 Terabyte. Also die kannst du bedenkenlos anbieten, vor allem mit dem 3.0er Anschluss. Super schnell in der Datenübertragung. Klasse, das schönes ist klasse. Teil. Ja, und für 151,91 Euro natürlich auch preislich. Ein Knaller, super. Neu bei uns im Programm, liebe Zuschauer. Die ZX 2589 und die 569 ihre Bestellnummer. Deshalb da gleich zugreifen, wenn auch Sie extra Speicherplatz brauchen. Dann jetzt hier zugreifen, 4 Terabyte. Wow, die Alter, externe Verwalter, Festplatte. Da in die Leitung gehen, versandkostenfrei, kommt auch selbstverständlich diese zu Ihnen nach Hause. Ab 150 Euro Warenwert sind sie versandkostenfrei. Deshalb da einfach bei den Kollegen im Callcenter durchklingeln. Ein toller Platz Nummer 2. Oh, und jetzt sind wir schon ein bisschen aufgeregt, oder? Jetzt kommen wir nämlich hier zu Platz Nummer 1.
Ja, und auf Platz Nummer 1 hat es ein HP Elitebook geschafft. Auch hier ein Notebook auf Platz Nummer 1, liebe Zuschauer. Ja, unser Top 5. Ein Knallergerät. So. Auch der ist sehr schön. Komm mal her, Liebelein. Du kommst jetzt mal direkt bei mir sprechen. Sie sehen den Namen Carsten Ruhland dick drauf. Ja? Ja? Sie sehen auch die Kette, die hier vom Rechner an meine Wade runterführt. Nein? Der ist noch neu. Mir wurde gesagt, der ist neu, aber der wird innerhalb der kürzester Zeit jetzt schon ausverkauft sein, weil der ist so heiß begehrt schon. Da sind nur noch ganz wenige Stückzahlen da, Carsten. Und du bekommst ihn nicht. Ich kann die Hand nicht mehr weg. Vergiss es, den bekommst du nicht. Der ist für unsere Kunden reserviert. Ich bin festgewachsen. Spaß beiseite, liebe Zuschauer. Wenn Sie uns schon häufiger zugeschaut haben, wissen Sie, dass ich ein riesengroßer Fan von Hewlett-Packard bin. Ist momentan so ein bisschen von Platz 1 verdrängt worden von der Firma Lenovo. Die beiden behaken sich also schon seit vielen, vielen Jahren in der Konkurrenz, die das Geschäft belebt, so behaupte ich mal. Aber grundsätzlich reden wir bei Lenovo natürlich auch bei Hewlett-Packard von den ganz großen Anbietern. Und die IT-Branche ist ein hart umkämpfter Markt. Deswegen finde ich es bei Hewlett-Packard gerade so doll, das macht Lenovo nicht anders, dass die sich Gedanken machen quasi über bereits bestehende Konzepte, die erfolgreich funktioniert haben. Und bitte, wenn wir von Hewlett-Packard sprechen, das ist ungefähr so, als wenn wir im Automobilbereich jetzt hier von einer Marke aus dem Süddeutschen sprechen mit einem dicken Stern drauf, da weiß man einfach, dass man da Qualität bekommt. Eine Qualität allerdings, die natürlich ihren Preis hat. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, wir haben hier ein richtiges Arbeitstier, eine richtige Workstation. Da steht sogar hinten drauf. Deswegen hatte ich mir gerade die Rückseite gezeigt. Da haben wir es nämlich sehr, sehr schön drauf. Finde ich fantastisch. Macht mich tierisch an, da bin ich ganz Mann. Aber reden wir mal von den Innereien quasi dieses Gerätes. Elitebook sagt mir persönlich natürlich, dass Hewlett-Packard jetzt hier als erster Hersteller überhaupt diese schöne magnesiumverstärkte Außenhülle konzipiert hat. Hier nochmal mit diesem gebürsteten Aluminium-Finish. Guck mal, sieht fantastisch aus, das oder? Ist so schick, muss man sagen. Also sieht klasse aus. Der will was Deko in den Schrank stellen, wenn er aus ist. Oder? Schön. Also wirklich ein Traum. Der ist auch ein bisschen größer jetzt. Der ist ein bisschen größer. Der T420, den wir gerade von Lenovo kennengelernt haben mit der Docking Station, der kommt auf 14 Zoll Standardgröße. Der hier ist etwas größer. Der kommt auf 15,6. Das sind also knapp 40 Zentimeter, also gut nochmal 4 Zentimeter mehr als momentan marktüblich. Ich persönlich habe das ganz gerne. Ich mag diese etwas größeren Bildausschnitte, weil ich auch gelegentlich schon mal ein DVD oder was drauf schaue. Ja, kann man machen. DVD-Laufwerk hat er natürlich mit drin. Ich meine sogar, ja, ein DVD-Laufwerk haben wir da mit drin. Also auch da ganz gerne mal zwischendurch ein bisschen Entertainment genießen. Stereo-Boxen, alles komplett mit dabei. Hat natürlich auch jetzt aufgrund der etwas größeren Bauweise, des größeren Displays hier noch Platz für ein separates Zahlentableau. Weiß ich persönlich auch mal sehr zu schätzen. Wenn du viel mit Zahlen hantierst, ist das super. Das ist ein Speicherwunder, das ist ein Arbeitstier. Hier ist wirklich alles drin, was man momentan für gutes Geld in so einen Rechner reinpacken kann. Und das ist definitiv mal eine Alternative zu einem typischen Desktop-Rechner, der normalerweise auf diese Leistungsdaten kommt. Schau mal, der i7 allein, ein Hammerteil. Wir schauen hier mal auf die Leistungsdaten, da sehen wir, ist dieser tolle i7-Prozessor, ja. 2x2,7 GHz. Dann haben wir als Betriebssystem für Sie Windows 10 Professional schon vorinstalliert. Ja. Sie haben hier bei diesem Gerät 8 GB Arbeitsspeicher, die noch erweiterbar sind auf 32 GB. Dann auch hier bei diesem Gerät wieder die modernste Festplattentechnik, eine 240 GB SSD-Festplatte. Als Grafikkarte ist für Sie schon eine Nvidia Quattro vorinstalliert mit 2 GB extra Arbeitsspeicher. Dann haben wir hier ein Laufwerk, ein DVD-Laufwerk, Card-Reader und Fingerprint-Reader sind mit dabei. Als Kommunikation stehen LAN und WLAN zur Verfügung. Und das Ganze jetzt für 649,50 Euro. Ein Knallerpreis für diesen geprüften Leasing-Rückläufer. Also da zugreifen, also da haben wir nur ganz, ganz wenige Stückzahlen noch. Wurde mir gesagt, da sind nicht mehr viele da. Also wirklich neu bei uns reingekommen und jetzt schon fast komplett vergriffen. Unser Platz Nummer 1 ist gerade ganz stark nachgefragt. Ich glaube, es geht vielen, Carsten, so wie dir, dass sie nach einem Gerät gesucht haben, was auch ein bisschen größer ist, was vielleicht dann diese tolle i7-Prozessorausstattung hat, einen schnellen, starken Arbeitsspeicher, natürlich auch die neueste Festplattentechnik. Auch die Grafikkarte spielt ja für viele heutzutage wahrscheinlich eine Rolle, in Richtung Spiele die dann vielleicht Gamescom auch. Am Wochenende. Ja. Okay. War natürlich ordentlich Getöse in Köln. Die Gamescom natürlich eine der größten Messen für Videospiele, Konsolenspiele, alles, was da so auf dem elektronischen Spielemarkt zu sehen ist. Das kann man sich da also in den Messehallen von Köln anschauen. Bin also da mal ein bisschen unterwegs gewesen. Und
gerade Nvidia mit ihren tollen Grafikkarten, also die haben da also wirklich fast in jedem zweiten Rechner, also auch diese Vollausstattung da und so weiter, so 2.000-2.500 Euro Teile, die natürlich da also auch diese Riesenspiele dann wiedergeben können und so weiter, die haben die fast alle drin. Also dieses Modell natürlich und viele vergleichbare Modelle, also die Nvidia Grafikkarten Spitzenklasse, genauso wie der i7. Also gerade im Spielebereich gehört der i7 von Intel mehr oder weniger zur Standardausstattung. Ja, und der auch gerne in der großen Taktung. Auch die 8 GB Arbeitsspeicher, da kannst du nahezu alles mit abspielen, was heutzutage auf dem Markt auch erhältlich ist. Selbst wenn man jetzt noch jemand ist, der das noch nicht so viel nutzt, aber da hat man einfach auch ein Gerät, wo man was Solides kauft, was Gutes, wo man Entwicklungspotenzial hat. Weil wenn ich selbst jetzt vielleicht noch kein so ein leistungsstarkes Spiel mache oder noch nicht so viel mache, dann habe ich ja noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist vielleicht ganz, ganz schön, sinnvoll, oder? Wenn man ganz einfach weiß, du hast hier wirklich ein High-End-Gerät. Das ist also wirklich absolute Oberklasse vom Prozessor, von der ausgereiften Materialauswahl, von allem, was hier verbaut worden ist, hat Hewlett-Packard also ganz hoch oben ins Regal gegriffen. Kostet sie normalerweise auch knapp 1700 Euro Einstiegspreis. Halte ich noch für einen Schnapper, sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich schon ganz andere Preise von gesehen. Aber das ist wirklich ein Sahnehäubchen, wo sich viele, viele Jahre Freude dran haben werden. Der ist robust, der ist schnell, der hat alles drin, was ein moderner Rechner braucht. Ja. Und das heute mal zu einem Spitzenpreis. Also da legst du dir alle 10 Finger nach so einem Teil. Ja, und Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit zu bestellen. Mhm. Die Bestellnummer für Sie, die RF1347 und die 569. Und alle Produkte, alle 5 Plätze unserer Top 5 können Sie jetzt auch nochmal im Internet anschauen unter www.pearl.tv. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir sind am Ende unserer Top 5 angekommen und ich danke Ihnen fürs Zuschauen.